Ja, danke. Auch von mir nochmal herzlich willkommen. Warum halte ich diesen Vortrag zu SNMP? Warum hält jemand, der eigentlich eher aus der Entwicklungsecke kommt, ich bin viel als Scrum Master oder Softwarearchitekt unterwegs, warum beschäftigt er sich überhaupt mit dem SNMP? Also die eine Motivation, warum ich einen Vortrag über SNMP halte, ich habe mir seit Jahren gewünscht, dass mir mal jemand SNMP erklärt. Es gibt ziemlich viel technische Dokumentation dazu, allerdings wenig, die jetzt, wie soll ich sagen, so für den Otto-Normal-Softwareentwickler wirklich brauchbar ist. Ein anderer Grund, warum ich mich mit SNMP beschäftigt habe, kam aus einem konkreten Projektkontext. Wir hatten ein Application Monitoring gehabt, das auf dem Parsen von Logfiles mit Nagios basierte. Und wie das manchmal so ist in Projekten, das hat nicht so wirklich skaliert. Wir hatten gigantische Mengen an Logfiles und irgendwann hat das Parsen der Logfiles hin auf Probleme mehr CPU-Zeit gekostet, als eigentlich für die Applikation zur Verfügung stand. Und man stand halt vor der Entscheidung, entweder man ändert was an diesem Funktionsprinzip oder man macht halt ein CPU-Upgrade. Ja, CPU-Upgrade kann jeder, das ist eher langweilig. Da habe ich mich mal so nach Alternativen umgeguckt und bin auf SNMP-Traps gestoßen, die wir dann in unsere Anwendung eingebaut haben, um eben genau dieses Application-Monitoring, was wir früher mit dem Parsen von Logfiles gemacht haben, abzubilden. Wie man dazu kommt, das möchte ich jetzt erklären. Ich werde erst mal einen kurzen Überblick zu SNMP liefern. Ich weiß nicht, wie viele sich schon damit beschäftigt haben. Gibt es Leute, die das schon aktiv nutzen? Ja, gut. Dann wird es für euch wahrscheinlich eher langweilig sein, was ich heute erzähle. Aber ein großer Teil hat sich jetzt nicht gemeldet. Da hoffe ich, dass ich euch was Neues erzählen kann. Ja, ich werde dann ein bisschen was darüber berichten, wie man den NetSNMP, eigentlich den Standard-SNMP-Dienst unter Linux und Unix, wie man den erstmal auf einem Basislevel konfigurieren kann, wie man den anwenden kann. Werde dann in das Thema einsteigen, wie kann ich solche SNMP-Traps erzeugen und mache das mal an einem Beispiel von einem Perl-Skript. Und diese Traps, wenn die gesendet werden, möchte ich natürlich noch in irgendeiner Form auswerten und in dieses Monitoring integrieren. Und da werde ich dann in dem Zusammenspiel von SNMP und Nagios drauf eingehen. Okay, die Grundlagen zu SNMP. Also SNMP, Simple Network Management Protocol, ist schon ein paar Jährchen alt, ist standardmäßig auf UDP basiert und verwendet dort die Ports 161, 162. 1988 wurde die ursprüngliche Spezifikation von SNMP rausgebracht in den RFCs 1155 bis 1157 beschrieben. Die ist auch heute noch auf sehr vielen Geräten im Einsatz. Die hat einen großen Nachteil, sie macht sich nämlich keinerlei echte Gedanken um das ganze Thema Sicherheit. Das hat man relativ schnell erkannt und hat dann auf dem Weg über Secure SNMP, Party-Paste SNMP, User-Paste SNMP bis hin zu einem SNMP Version 3 aus dem Jahr 2002 verschiedene Sachen ausprobiert, wie man SNMP sicher machen kann. Von diesen ganzen Zwischenvarianten, die irgendwann mal spezifiziert worden sind, zum Teil nie wirklich eingeführt wurden, zum Teil schon wieder out of date sind, ist die einzige, die überlebt hat, das Community-Based SNMP. Und natürlich auf modernen Geräten auch SNMP Version 3, wobei ich sagen muss, zu letzterem kann ich persönlich gar nichts sagen, ich habe es noch nie verwendet. Bitte? Ja, ich habe das schon benutzt. Aha. Wäre aber schön, wenn mehr Hersteller es unterstützen würden. Okay, also jemand hat das schon benutzt und wünscht sich, dass mehr Hersteller es unterstützen. Sind Hersteller im Raum?
Vielleicht guckt ja der ein oder andere Hersteller dann den Stream an. Okay. Ja, was macht man üblicherweise mit SNMP? Also, es wurde schon gesagt, Standardanwendung in jedem Firmennetzwerk, Druckermonitoring. Man kann seine Switches monitoren, man kann den Zustand, die Befindlichkeiten einzelner Server mit SNMP monitoren. So die klassischen Themen sind Uptime, die Load, die auf einer Maschine über eine bestimmte Zeit ist, wird häufig über SNMP monitort, protokolliert, Netzwerkverkehr, man kann Speicherverbrauch, wie entwickelt sich der Arbeitsspeicherverbrauch auf einer Maschine über einen bestimmten Zeitraum. Das sind so die klassischen Dinge, die man monitoren kann. Man kann auch konkrete Zustände monitoren, was zum Beispiel auch möglich ist, ist, ich kann mir über SNMP bei vielen Servern die Lüfterdrehzahl abfragen, ist für den einen oder anderen wichtig. Man kann sich auch den Smart-Status von Festplatten über SNMP holen. Das sind alles technische Dinge, die möglich sind. Die basieren aber alle auf dem Prinzip, dass ich einen SNMP-Server aktiv anfrage. Eine andere Möglichkeit, die SNMP bietet, ist, aktiv Informationen über Ereignisse zu versenden. Das sind die sogenannten SNMP-Traps oder neuer SNMP-Notifications. In diversen Dokumentationen liest man, man soll doch bitte den Begriff Notifications verwenden. Ich habe jetzt hier aber überall auch Traps geschrieben, weil das einfach irgendwie verbreiteter ist. Das sind, oder diese Traps, die kann man nutzen, um in konkreten Fehlersituationen oder bei Zustandswechseln aktiv eine Information an einen dedizierten Host zu versenden, der den Trap dann aufnimmt, parst, auseinandernimmt, weiterverarbeitet und eventuell in irgendeiner Form Reaktionen auslöst. Das ist das, was wir in dem Projekt, von dem ich vorhin berichtet habe, dann auch gemacht haben. Noch kurz was zur Begriffswelt von SNMP. Man spricht in SNMP von Agenten und Managern. Agenten sind in der Regel Daemons, zum Beispiel klassischerweise NetSNMP, über den ich nachher noch erzählen werde, die Informationen über den Port 161 bereitstellen, sprich die lauschen auf den Port und ich kann die anfragen, die Agenten, welche Informationen kannst du mir geben. Agenten sind aber auch die Dienste, die über den Port 162 aktiv diese Traps versenden. Beides sind die Agenten. Die SNMP-Manager sind das, was man in der Client-Server-Architektur als den Client betrachten würde. Das sind nämlich die, die die Informationen dann entsprechend einsammeln. In Trap, ich hatte es schon gesagt, ist eine Nachricht, die über UDP Port 162 versendet wird. Und dann gibt es bei SNMP oder im Kontext von SNMP noch die sogenannten MIBs. MIB ist nicht die Abkürzung für Man in Black, sondern für Management Information Base. Das sind Dateien, die enthalten strukturierten Text nach ASN1 und in diesen Dateien werden die Objekte beschrieben, die ich über SNMP bearbeiten kann, abfragen kann, die Informationen, die ein SNMP-Agent bereitstellt oder als Traps versendet. Was diese MIBs auch machen, ist, sie übersetzen die UIDs, Object Identifier, in lesbare Namen und interpretieren die Werte, die ich über SNMP, oder geben mir die Interpretationsregeln für die Werte, die ich über SNMP verteilen kann, vor. Die Object Identifier, das sind Identifikatoren, die eindeutig sind, die auch durch ASN1 spezifiziert sind, in einem definierten Namensraum. Wie der ausschaut, sehen wir gleich. Und dann gibt es bei SNMP, insbesondere bei den Versionen 1 und 2, noch die sogenannte Community. Das ist so das einzige Sicherheitsfeature, was SNMP in irgendeiner Form in den beiden Versionen bietet. Das ist nämlich eine Zeichenkette, die auf dem Server hinterlegt wird,
mit der ich mich oder die ich kennen muss, um Informationen von dem Server abfragen zu können. Ja, ich habe es gesagt, wir gucken uns den MIB-Baum, diesen Namensraum, in dem die Object Identifier existieren, mal ein bisschen konkreter an. Das ist im Prinzip dieser Baum. Der Baum hat eine Wurzel und am spannendsten ist eigentlich, das ist hier irgendwie blöd mit dem Beamer, naja, am spannendsten ist eigentlich der mittlere Bereich, der definiert ist, oder der die ersten Ziffern eines Object Identifiers definiert. 1 ist die ISO, 3 ist OIG, 6 DOD und 1 ist dann wieder Internet. Und unterhalb von Internet gibt es jetzt diverse Bereiche, in denen man sich, wenn man mit SNMP arbeiten möchte, austoben kann. Directory Management Experimental, sage ich gleich was dazu. Interessant, wenn man selbst mit SNMP arbeiten möchte, ist der Bereich Private und dort insbesondere Enterprise. Über die IANA kann man sich als Unternehmen für diesen Knoten eine ID holen, um eigene Object Identifier bereitstellen zu können. Für meine Firma habe ich das gemacht. Ich habe zum Beispiel die Nummer 40207 erhalten. Cisco Systems hat, glaube ich, die 9, wenn ich mich recht erinnere. Und mehr Nummern konnte ich mir bisher noch nicht merken. Das Interessante ist, die Object Identifier, die ich jetzt zum Beispiel in meinen Diensten bereitstellen kann, die fangen generell alle an mit 13614140207. Was ich darunter mache, ist völlig egal, liegt einzig und allein in meiner Macht. Das, was in den anderen Bereichen ist, das ist, scheint eine Folie verrutscht zu sein. Okay, das, was in den anderen Bereichen ist, das ist standardisiert. Da sollte man tunlichst nicht reingreifen. Gut, ich habe es schon gesagt, die Object Identifier sind eindeutige Identifikatoren in diesem Namensbaum und sie ermöglichen mir die Navigation durch diesen Namensbaum. Von der Wurzel bis hin zu einem konkreten Wert, der irgendwo als Blatt in diesem Informationsbaum drin hängt. Sämtliche herstellerspezifischen Object Identifiers sollten immer in dem Namensraum Private Enterprise liegen. Dort sollte man sich, wenn man selbst Informationen über SNMP anbieten will, wenn man selbst Dienste implementieren will, die SNMP aktiv nutzen oder bereitstellen, dann da sollte man sich wirklich bei der IANA eine entsprechende Nummer holen. Das kostet erfreulicherweise nichts und man hat dann halt die Sicherheit, dass niemand anders aus Versehens den gleichen Ziffernbereich benutzt und man eventuell in irgendeiner Form Konflikte erzeugt. Es kommt öfter mal die Frage auf, wie sich sowas auf Domains abbilden ließe. Ich habe das mal mit aufgenommen. Die Object Identifier werden üblicherweise beginnend von der Wurzel her notiert. Sprich, die erste 1 entspricht dem obersten Knoten, ISO war das, glaube ich. Die 3 entspricht ORIC, 6 DOD und man navigiert dann im Prinzip entlang dieser Zahlenkette im Baum nach unten. Domains werden im Prinzip genau umgedreht. OIG, ISO, DOD, Internet, Private Enterprises, bis man dann halt irgendwann am Host angekommen ist. Ja, wenn man so eine Enterprise-spezifische OID registriert hat, ist man völlig frei, was man an Diensten darunter bereitstellen kann oder möchte. Da gibt es keine Restriktionen in irgendeiner Form. Sprich, alles, was ich in irgendeiner Form durch eine MIB beschreiben kann, was ich über SNMP abbilden kann, kann ich dort auch als Information entsprechend bereitstellen. Ja, ich hatte schon gesagt, die Zuweisung dieser Enterprise-Identifikationen erfolgt durch die IANA. Falls jemand eine haben möchte, hier ist die URL, wo man das machen kann. Dauert 2-3 Tage, bis man die kriegt. Ist eine sehr interessante Sache. Ja, dann hier ist die Folie, auf die ich vorhin eigentlich wollte. Was enthalten jetzt diese einzelnen Bereiche unterhalb
von Internet. Das ist zum einen der Bereich Directory, der enthält SNMP-Objekte zum OSI-Verzeichnis. Management, der zweite Bereich, enthält Objekte, die in den RFCs standardisiert sind, die im Prinzip jeder SNMP-Server bereitstellt. Wenn man mal Experimente machen möchte, kann man den dritten Bereich benutzen. Da ist normalerweise nichts drunter, es sei denn, man, wie gesagt, experimentiert ein bisschen. Private haben wir vorhin schon mal angeguckt. MIBs von Herstellern bzw. Unternehmen. Ja, und 5 und 6 Security bzw. SNMP Version 2, das sind dann die MIBs, die sicherheitsrelevante Informationen bereitstellen bzw. die interne Informationen für die SNMP Version 2 bereitstellen. So viel zur Theorie. Jetzt der eigentlich spannende Teil. NetSNMP. NetSNMP ist eine Open-Source-Implementierung, hat eine BSD-like Lizenz und läuft auf fast allen Linux- und Unix-Systemen. Also ich habe bisher noch keins gefunden, wo man das Ding nicht zum Laufen kriegt. Ich habe aber auch nicht alle ausprobiert, muss ich dazu sagen. NetSNMP unterstützt SNMP Version 1, die Version 2c, diese Community, und natürlich SNMP Version 3, und zwar sowohl über IP Version 4 als auch über IP Version 6. SNMP bietet einige Kommandozeilen-Applikationen, die unheimlich hilfreich sind. SNMP GET, um konkrete Informationen von einem Agent abzuholen. SNMP WALK, um sich zum Beispiel den kompletten Informationsbaum von einem Agent abzuholen. Es bietet mit SNMP SET auch ein Tool, mit dem ich in einen SNMP-Baum schreiben kann. Das ist eine Sache, da bin ich noch gar nicht wirklich drauf eingegangen. Habe ich ehrlich gesagt auch noch nie produktiv genutzt, aber es gibt die Möglichkeit, über SNMP auch Informationen im Baum zu verändern. Ich weiß nicht, hat damit schon irgendjemand mal Erfahrung gesammelt? Ah, ja, okay. Ja, okay. Ja, und was ein unheimlich hilfreiches Tool ist, SNMP Translate, mit dem ich die OIDs in lesbare Zeichenketten übersetzen kann. Weiterhin hat NetSNMP einen Daemon, mit dem ich die SNMP Traps empfangen kann. Das ist der SNMP TrapD. Und es hat natürlich einen Daemon, der als Agent arbeiten kann, das ist der SNMPD. Ja, dann stellt das Projekt noch diverse C- und Perl-APIs bereit, sodass ich da auch andocken kann an die ganze Geschichte. Ja, zu finden ist es unter netsnmp.org. Es gibt viel Doku, kann man das Ganze runterladen. Schauen wir uns mal an, wie man es minimal konfiguriert. Also die Basiskonfiguration ist von so einem SNMP-Server ist denkbar trivial. Das ist jetzt eine, wie sie auf den Linux-Systemen, die ich so kenne, üblicherweise mitgeliefert wird. Es ist eine Location definiert, wo der Dienst im Prinzip läuft. Es gibt einen Contact, der definiert ist, wer ist für diesen Server verantwortlich, wer ist derjenige, der erreicht werden sollte, wenn irgendwas ist. Und das Spannende, es werden Communities definiert und es wird definiert, wer kann auf welche Art und Weise auf diese Communities zugreifen. In der ersten Zeile wird eine Community definiert mit dem Namen Public. Das ist so der Standard, der in der Regel voreingestellt ist. Und der Localhost 127.0.0.1 darf auf diese Community lesend zugreifen. Das ist so der Default-Modus, in dem ein NetSNMP läuft, wenn ich den frisch auf einem System installiert habe. Ich habe dann noch für mein Szenario eine Ergänzung gemacht, dass ich aus dem Netzwerk 172.16.166 darauf zugreifen kann. Ich kann da auch ganze Netzwerke freischalten.
auch wiederum lesend. Und die letzte auskommentierte Zeile, das ist im Prinzip eine Community, die, wenn man den Kommentar entfernen würde, MySecret heißen würde und es erlauben würde, dass von Localhost auch Informationen in den SNMP-Baum geschrieben werden. Wenn ich den SNMP-Daemon dann starte, kann ich mit dem Kommando SNMP-Walk mir anzeigen lassen, welche Informationen dieser Agent alle bereitstellt. Das Ganze muss ich machen, indem ich die Community angebe, die ich abfragen will, public, die oben definiert worden ist. Ich muss sagen, über welche Protokollversion ich die Abfrage machen möchte und ich muss natürlich den Hostnamen angeben, den ich abfrage. Was dann passiert, ist ein bisschen Matrix-Feeling. Es rauschen Bildschirmseiten ohne Ende über den Monitor, die alle recht ähnlich aussehen zu dem, was ich jetzt hier mal ausgeschnitten habe. Sprich, mit SNMP-Walk erzählt mir der SNMP-Agent alles, was er in irgendeiner Form an Informationen bereitstellen kann. So viel dazu. Der interessantere Teil, der interessantere Daemon ist eigentlich der SNMP TrapD. Mit dem kann man außer Informationen bereitstellen noch eine ganze Menge mehr machen. Die Konfiguration ist ähnlich trivial wie beim SNMP Daemon selbst. Es reicht eine einzige Zeile in der Datei, die mir erlaubt oder die dazu führt, dass der SNMP Trap Daemon, wenn ein Trap empfangen wird für die Community Public, das Trap lockt, das Trap ausführt und was net bedeutet, habe ich gerade vergessen. Könnt ihr mir da kurz auf die Sprünge helfen? Okay, gut. Also ich weiß jetzt nicht mehr genau, wofür net stand. Aus welchem Netz die Zugriffe erfolgen müssen, glaube ich. Nee, das hat es in dem Kontext gerade nicht gehießen. Das weiß ich noch, aber anyway, jedenfalls mit der Zeile erreiche ich, dass der SNMP-Trap-Daemon auf eingehende Traps reagiert, sie erstmal protokolliert und eventuell definierte Aktionen ausführt. Um zu schauen, wie das Ganze funktioniert, kann ich den Trap-Daemon dann erstmal starten. Wenn ich das machen möchte, um erstmal zu schauen, wie der sich so allgemein verhält, kann ich das mit -F machen. Das heißt, der bleibt im Prinzip im Vordergrund, der wird nicht als Daemon gefolgt. Und ich sage mit -LE, ich möchte die Informationen auf der Konsole gelockt haben. Jetzt habe ich diesen SNMP-Trap-Daemon laufen und möchte mal eine Trap dorthin senden. Dafür gibt es ein Kommandozeilentool SNMP-Trap, mit dem ich über sämtliche Protokollvarianten von SNMP an diesen Trap-Daemon solche Traps senden kann. Die allgemeine Aufrufsyntax für SNMP Version 1 ist, ich gebe erstmal wieder -v1 und die Community Public an, die hatte ich ja in dem Trap-Daemon konfiguriert und kann oder muss dann in dem Fall einige Informationen als Parameter zusätzlich übergeben. Das erste, eine optionale Sache, -ci, ich warte darauf, dass der Trap-Daemon bestätigt, dass er diese Information bekommen hat. SNMP wird ja standardmäßig über UDP versendet, das heißt, ich schicke das Paket los und dann hat sich das für mich. Mit -ci erwarte ich, dass der Trap-Daemon mir bestätigt, ich habe dieses Paket entgegengenommen. Ich übergebe den Host oder die IP des Servers, auf dem der Trap-Daemon läuft. Ich übergebe den Object Identifier numerisch als Text, für den diese Trap erzeugt wird. Ich kann Informationen zum Sender, den Agent, übergeben. Das muss ich nicht. Wenn man das auf der Kommandozeile macht, lässt man das zumeist einfach nur als Leerstring stehen. Und ich muss in SNMP Version 1 zwei wichtige Parameter für eine Trap
übergeben. Und zwar einmal den Parameter Generic Trap und Specific Trap. Die Generic Trap ist ein Wert von 0 bis 6, wobei die Werte von 0 bis 5 vordefiniert sind mit diversen Status, die passieren können. Link up, link down ist was mir jetzt einfällt. Das ist da fix vordefiniert. Und ich glaube auch Dinge wie ein Cold Restart oder sowas sind dort als Aktionen mit hinterlegt. Wenn ich dort die Zahl 6 eintrage, dann bin ich wieder in einem Modus, wo ich sage, ich bin herstellerspezifisch unterwegs. Das heißt, 6 entspricht im Prinzip dem, was in dem Tree das Enterprise bedeutet hat. Wenn ich die 6 bei Generic Trap angebe, dann muss ich auch einen sogenannten Specific Trap angeben. Welcher das ist, wird wiederum in dieser MIB-Datei definiert. Ja, dann kann ich Uptime-Informationen mitgeben. Das lässt man, wenn man es an der Kommandozeile macht, in der Regel auch weg. Und dann mit UID, Type und Value den konkreten Inhalt der Trap. Es kann sein, dass es bloß ein Event ist, dann habe ich das nicht. Aber wenn ich eine konkrete Information übermitteln möchte, nicht nur die Information, es ist ein Ereignis aufgetreten, sondern auch Parameter übergeben möchte, die mit diesem Ereignis einhergehen, dann muss ich die UID für das entsprechende Ereignis, den Datentyp des Ereignisses oder den Datentyp, den ich übermitteln möchte, und den entsprechenden Wert übergeben. Das NetSNMP-Projekt ist jetzt so nett und stellt einige Examples zur Verfügung. Eins davon habe ich jetzt mal hier. Ich schicke jetzt eine Heartbeat Notification an den Host 172.16.166.129. Das ist die Kiste, auf der läuft mein Trap Daemon. Die Enterprise, der Enterprise Object Identifier ist in diesen NetSNMP Examples definiert und ist eben diese Heartbeat Notification. Agent-Informationen schicke ich keine mit. Könnte ich jetzt zum Beispiel die IP-Adresse oder was auch immer meines Agents mit übergeben. Es ist eine Enterprise-spezifische Trap und in der MIB ist das als ist die als die oder hat die Nummer Nummer 17 bekommen. Uptime-Informationen übergebe ich auch keine, aber ich übergebe einen konkreten Wert, nämlich die Heartbeat Rate. Das ist ein Int. Und der ist schlicht und einfach 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wenn ich jetzt auf meine Maschine schaue, auf der dieser Trap-Daemon läuft, wird er plötzlich aktiv und gibt mir eine Ausgabe. Er sagt mir nämlich, er hat irgendwann zu einer bestimmten Uhrzeit via UDP von einer IP eine Version 1 Trap bekommen an die Community Public. Und das, was er weiterhin sagt, ist letzten Endes, welcher Enterprise MIB diese Trap zugeordnet werden soll. Es ist eine spezifische Trap, nämlich die Nummer 17, und die enthält den Wert Heartbeat Rate mit dem Integer als, oder vom Typ Integer mit dem Wert. Wo kommt die 8 her? Das ist faszinierend. Also das muss ein Copy- und Paste-Fehler von mir sein. Also normalerweise steht dann hier das Ganze bloß bis zur 6. So funktioniert das Ganze über SNMP Version 1. Über SNMP V2C wird das Ganze ein bisschen einfacher. Da muss ich nicht mehr ganz so viele Parameter übergeben. Da reduziert sich das Ganze nämlich auf Host, Uptime und Trap Object Identifier und die entsprechenden Werte. Sprich, die Kommandozeile für SNMP Version 2C unterscheidet sich hier. Ich verwende ein anderes Protokoll und ich brauche nicht die Dinge wie Agent-Informationen oder so noch übergeben. Ansonsten Enterprise UID bleibt gleich und auch der Wert, den ich übergebe, bleibt gleich. Wenn ich das losgeschickt habe, wird auch da mein SNMP Trap Daemon wieder wach.
Geht's jetzt wieder? Ja, sieht gut aus. Okay, gut. Dann verlassen wir uns drauf. Was ich jetzt hier tun möchte, ist im Prinzip die gleiche Trap, die ich vorher über Kommandozeile gesendet habe, über Perl zu versenden. Ich definiere den Host, der das Ganze entgegennehmen soll, den Port. Ich sage, welche SNMP-Version verwendet werden soll, welche Community verwendet werden soll. Ich mache eine SNMP-Session auf zu dem entsprechenden Host mit den Informationen und auf Seite 2. Ich erzeuge eine Trap für die Enterprise UID NetSNMP Examples Heartbeat Notification. An dieser Stelle möchte ich auf die unglaubliche Nützlichkeit von SNMP Translate hinweisen, denn das Perl Package möchte UIDs in numerischer Form haben. Sich sowas zu merken oder abzutippen ist nahezu unmöglich. Deswegen SNMP Translate minus ON, der Klarname des entsprechenden Object Identifiers, und ich bekomme eine solche wunderbare Zahl, die ich dann als die ich dann in diesem Trap verwenden kann. Ja, über die SNMP-Session, die ich vorhin geöffnet habe, schicke ich dann einfach die Parameter, die ich definiert habe, den OID der Trap. Der Wert ist vom Typ Integer und die Nachricht, die ich schicke, wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6 und schicke das Ganze los und ja, erhalte letzten Endes wieder eine SNMP-Trap über Version 1, gleiches Schema, wie wir es vorhin an der Kommandozeile schon hatten. Wie gesagt, diese SNMP-Traps sind sensationell gut geeignet, wenn man Application Monitoring machen möchte. In unserem Fall, wir hatten eine Java-Applikation und haben einfach in den Stellen, wo relevante Exceptions geworfen wurden, die ursprünglich in Logfiles geschrieben wurden, die dann über Narcios Remote Execution ausgelesen wurden, geparst wurden, haben wir einfach überall eine Zeile reingebaut, die einfach in dem Moment, wo so eine Exception fliegt, eine Trap versendet. Total genial. Die CPU-Last geht runter, das ist Wahnsinn. Habt ihr das doch mal in einem Live-Test probiert? Ja. SNMP ist UDP, dass da irgendwas ankommt, ist mehr oder weniger Glückssache. Ja, funktioniert super. Also gab nie irgendwelche Probleme. Okay. Also ich weiß nicht, also interessant, wenn du sagst, habt ihr da andere Erfahrungen gemacht? Also die Frage war, ob wir das mal im Live-Netz probiert haben. Ja, haben wir. Also wenn das Netz wirklich voll ist, wenn die Applikation wirklich was tut, dann würde ich mich auf SNMP-Traps nicht unbedingt verlassen. Also wir haben an der Stelle verschiedene Netzwerkinterfaces. Wir haben welche, die nach außen gehen, über die geht richtig viel Traffic, und wir haben interne Netzwerkinterfaces, die nur für Monitoring-Geschichten gedacht sind. Das ist ein Gigabit-Netz, da ist kein Traffic drauf. Ist das auch eigene Infrastruktur? Ja. Ja. Okay, ja. Also da ist, wie gesagt, eignen sich hervorragend für dieses Monitoring. Solche SNMP-APIs, wie ich es gerade für Perl benutzt habe, sind für fast alle Programmiersprachen verfügbar. Sei es Java, PHP, Python, Ruby. Das heißt, man kann die wirklich in Applikationen sinnvoll nutzen. Jetzt wird die Zeit ein bisschen knapp. SNMP und Nagios. Wie kann ich das Ganze integrieren? Nagios kann SNMP auf zwei Arten lesen. Das eine, das was Nagios üblicherweise tut, er pollt halt. Fragt an, nimmt Werte entgegen. Wer Nagios schon mal benutzt hat, kennt das. Ist eine Sache, also ich sage mal so, es tut. Interessanter ist aber bei Nagios, solche Checks über SNMP-Traps zu realisieren. Denn die können, oder diese Traps erlauben mir, dass der Nagios halt nicht ständig eine Maschine anfragen muss, sondern wirklich nur reagiert, wenn ein entsprechender Trap versendet worden ist. Wie man das machen kann, war jahrelang in der Nagios-Dokumentation beschrieben. In der aktuellen Version habe ich es jetzt nicht mehr gefunden.
Was nicht schlimm ist, denn das hatte ohnehin einen großen Nachteil. Immer wenn Nagios einen Trap empfangen hat, wurde das Ergebnis, das man vorher hatte, überschrieben, nach dem Beispiel, was in der Doku war, und es gab keinerlei Historie. Eine bessere Variante für die Verarbeitung dieser Traps ist, das Ganze mit dem SNMP Trap Translator zu machen. Der hat nämlich die Möglichkeit, das Ganze in der MySQL-Datenbank zu speichern und eine Integration in Nagios über das Projekt NagTrap vorzunehmen. Das Big Picture, wie schaut das Ganze aus? Ich habe einen SNMP-Agent, das kann ein echter SNMP-Server sein oder eine Applikation, die sich entscheidet, irgendwann ein Trap zu senden. Das geht übers Netzwerk, wenn nicht zu viel Last auf dem Netzwerk ist, und wird irgendwann von den SNMP-Trap-Daemon entgegengenommen. Diesen Trap-Daemon kann ich so konfigurieren, dass er anhand der OID, die in der Trap enthalten ist, einen bestimmten Handler triggert. Wenn ich den Trap-Translator benutze, kann ich den als Standard-Handler für alle Traps, die der Trap-Daemon entgegennimmt, in das Ganze oder definieren. Der Trap-Translator persistiert dann die Traps, die er bekommen hat, in der MySQL-Datenbank. Und auf der anderen Seite gibt es zwei Tools, nämlich erstmal den Nagios. Der Nagios kann über das Plugin Check SNMP Traps, das ist ein Perl-Skript, die Traps aus der MySQL-Datenbank auslesen, kann die prüfen, weiterverarbeiten und entsprechende Aktionen auslösen. Und über NagTrap, das ist die Web-Oberfläche, die man in Nagios integrieren kann, kann ich die Traps, die in der Datenbank gespeichert sind, im Detail nochmal anzeigen und entsprechend verwalten, archivieren, löschen, was auch immer ich gerne tun möchte. Konfiguration für den oder um diesen Trap-Translator nutzen zu können, muss ich, wie gesagt, im Trap-Daemon den Trap-Translator als Default-Händler für alle Traps definieren. Das geht über den Parameter Trap-Handle und dann sage ich Default, wenn ich es für alle machen möchte. Wenn ich es nur für spezielle Object-Identifier machen möchte, muss ich die entsprechenden Identifier an der Stelle hinschreiben und dann einfach den Pfad zu diesem zu dem Händler. Der SNMP Trap Translator hat eine relativ große Konfiguration. Bevor man, oder das Ganze hier ist jetzt nur ein Ausschnitt, den ich mal gebracht habe, weil ich darauf hinweisen wollte, wenn man damit anfängt, sollte man erstmal die ganze Geschichte so konfigurieren, dass dieser Trap Translator generell jedes Trap, das gesendet wird oder das empfangen wird, wirklich entgegennimmt und weiterverarbeitet. Das kann man dann in einen Logfile schreiben lassen. Im Produktivbetrieb sollte man das allerdings ausschalten. Sonst wird wirklich alles Mögliche, was an Traps generiert wird, mit protokolliert und nicht nur die, die man wirklich braucht. Wenn jetzt der Trap-Translator als Händler hinter meinen SNMP-Trap-Daemon gesetzt ist und ich sende wieder meine Heartbeat-Notification-Rate-Trap, dann gibt es hier oben den normalen Output von Trap-Daemon, so wie er vorhin auch schon war, und zusätzlich jetzt die Information, wir starten den SNMP-Trap-Translation-Händler, der mir dann diverse Informationen übergibt, unter anderem, er hat eine Trap bekommen, die er nicht kennt, die ihm unbekannt ist, aber er sagt mir recht ausführlich, welche Informationen in dieser Trap so drin standen. Gut, das brauche ich jetzt, glaube ich, nicht im Detail erläutern. Das ist die Konfiguration, die man die Konfigurationsparameter, die man angeben muss, damit der SNMP Trap Translator seine Traps nach MySQL locken kann. Das wiederum ist interessant. Der Trap Translator enthält nämlich ein Skript, mit dem man aus diesen MIP-Files die
Konfigurationsfiles generieren kann, über die der Trap Translator dann wirklich Traps erkennen kann und konkret zuweisen kann. Das Tool heißt SNMP-TT-ConvertMIP. Man braucht ein MIP-File, das man als Eingabeparameter zur Verfügung stellt. Und man muss in irgendeiner Form sagen, in welches Konfigurationsfile die übersetzten MIP-Informationen ausgegeben werden sollen. Ja, das Ganze funktioniert dann relativ einfach und man bekommt unten noch die Information, wie viele MIPs denn in dem Beispiel oder in diesem Fall übersetzt worden sind und zur Verfügung stehen. Die Übersetzungsfiles muss man dann natürlich dem Trap-Translator noch bekannt machen. Das geschieht im Konfigurationsabschnitt Trap-Files. Da gibt es einige Standard-Traps, die er mitbringt als Beispiele. Und ich habe jetzt hier noch das File ergänzt für die NetSNMP-Examples. Und eine Sache, die ein bisschen tricky ist, wo ich ehrlich gesagt kein Pattern bisher gefunden habe, wann da was ist. Man muss, was das Übersetzen der Traps angeht, bei einigen Systemen die Perl-Unterstützung von NetSNMP verwenden. Und dieser NetSNMP-Best-Guess-Parameter, das ist was, da muss man experimentieren, in welchem Fall welcher Wert von 0 bis 2 bei einem auf dem System funktioniert. Also wie gesagt, ich habe in dem Bereich noch kein Pattern entdeckt, auf das ich mich verlassen könnte, aber es funktioniert in der Regel irgendwann nach einer beliebigen Kombination dieser beiden Parameter. Gut, das ist jetzt mal ein Beispiel für so ein MIP-File. Die Dinger sind eine Wissenschaft für sich. Ich bin froh, dass ich selber nie eins schreiben musste. Deswegen gehe ich da gleich mal weiter. Das ist das, was nach dieser Translation rauskommt, an Konfigurationsfile für diesen Trap-Translator. Und ja, das ist von der Sache her das Gleiche, was auch in dem MIP-File steht, nur in einem anderen Format. Ja, gut, das ist auch okay. Das Interessante ist dann, wenn ich diese Traps in der Datenbank habe, wie kann ich sie abfragen über Nagios? Ich hatte es schon gesagt, es gibt das Plugin CheckSNMP-Traps. Dem kann ich jetzt eine ganze Reihe von Parametern übergeben. Ich kann zum einen sagen, ich muss den Hostnamen übergeben, von dem der Trap gesendet wurde. Sprich, der Agent oder der Hostname bzw. die IP-Adresse des Agents. Ich kann dann pauschal erstmal sagen, ich will überhaupt die Informationen haben, ob für den Host Warnings vorliegen oder Critical Traps. Im ersten Fall ist das der Fall. Da liegen 3 Critical Traps vor. Im zweiten Fall prüfe ich auf eine bestimmte Kategorie von Traps, nämlich die Kategorie Backup-Fehler. In dem Bereich gibt es jetzt keine. Ich kann mit dem Plugin auch schauen, ob für einen konkreten Object Identifier Traps empfangen wurden. Das ist wiederum der Fall. Ja, und mit Kombination von Kategorien und Object Identifiern kann ich in Nagios dann ein sehr fein granulares Monitoring wirklich auf bestimmte Ereignisse machen. Ich komme nun zum Ende. Ich möchte noch einige Literaturempfehlungen aussprechen, die mir bei dem ganzen Experimentieren ziemlich geholfen haben. Das ist zum einen die Dokumentation von NetSNMP. Die ist ziemlich ergiebig. Was das Übersetzen und Weiterverarbeiten der SNMP-Traps geht, die Dokumentation von SNMP-Trap-Translator, die Doku von Nagios. Ich sagte ja, ich habe mit dem Copy und Paste hier noch. Es gibt ein Update der Folien. Ich stelle die dann gleich nochmal in korrekter Variante bereit. Das ist ja peinlich. Ich habe die aber mindestens 10-mal noch angeguckt. Ja, im Nagios-Wiki findet man auch unheimlich viele Informationen dazu, die echt extrem hilfreich sind. Und dann gibt es noch 2 Bücher, von denen ich mir sagen lassen habe, von meinen Kollegen, die da konkret dran gearbeitet haben, dass die richtig hilfreich waren. Das ist einmal Understanding SNMP MIPS. Wie gesagt, die MIPS sind eine Wissenschaft für sich, äußerst mystisch und für einen
jemanden, der nüchtern an die Sache rangeht, auch sehr schwer zu lesen. Und das Buch Essential SNMP, das auch, wenn man mit auf SNMP irgendwelche Implementierungen machen möchte, sehr, sehr ergiebig war. Gut, damit bin ich am Ende und wünsche euch noch viel Spaß auf der FOSCON. Fragen. Genau. Fragen, Kommentare. Andere Erfahrungen, gleichlaufende Erfahrungen. Man sollte vielleicht noch erwähnen, dass die MIPS, wenn man sich keine eigenen entscheiden muss, also wenn man in MIPS kommen will, ist auch noch mal eine Wissenschaft für sich. Ja, ja, also. MIPS und Hersteller und Switchen und so weiter und so fort. Man sollte vielleicht nicht unbedingt man sollte mit OIDs arbeiten. Also auch wenn das ein bisschen schwer ist, mit so vielen Nummern da umzuhandeln, aber man sollte mit OIDs arbeiten, weil manche Hersteller haben auch oft die Idee, dann die mal zu ändern. Namen wieder zu ändern. Oder ja, also der ich muss Fragen wiederholen. Der Hinweis war, man sollte zum einen lieber mit OIDs arbeiten als mit den Namen. Und zum anderen, da kann ich nur bestätigen, es ist teilweise extrem schwer, an die MIP-Definitionen von verschiedenen Herstellern zu kommen. Es gibt aber einige Archive zu dem Thema, unter anderem in diesem Narcios-Wiki. Also, und auch bei SNMP Trap Translator, die haben echt eine ganze Reihe von MIPs gesammelt, auf denen man erstmal aufbauen kann. Aber die werden wahrscheinlich nie vollständig sein. Vielleicht noch eine kleine Anmerkung aus jetzt. Wir haben es mal aktiv eingesetzt, auch zum Applikationsdokument. Ja. Wir haben es komplett rausgeschlossen, haben das echt? Weil man kann nie sicher sein, dass diese Traps ankommen. Man braucht unter der Nagelsdauer mal ausgelastet sein und man kriegt nicht mit, dass einem die Hauptanwendung gerade ist. Kannst du bei Syscon und eigentlich aber auch nicht, weil Syscon ist auch juridisch. Ja, du musst es auch die CPU umstellen. Oder du machst es nicht komplett. Natürlich. Du machst dann nicht wieder jede Netzwerkkomponente sehr wertvoll. Das stimmt. Bei manchen Komponenten geht es nicht anders. Das wiederhole ich jetzt aber nicht alles. Wir haben SNMP-Traps fast gar nicht mehr im Einsatz. Okay. Wie gesagt, der Probleme, außer Applikationen, die nichts anderes können, wie zum Beispiel IBM-Storages, die sind halt so, da geht es nicht anders. Also wie gesagt, also wir haben das jetzt in dem Projekt eingesetzt. Oder der Hinweis war, in einem anderen Projekt wurden auch Traps mal verwendet. Die sind aber wieder rausgeflogen, weil das UDP-Problem besteht, dass man nicht sicher sein kann, dass die Trap ankommt. Ja, wir hatten vorhin ja schon mal die Anmerkung gehabt, in dem Moment, wo ich mir nicht sicher sein kann, dass auf meinem Netzwerk nichts los ist, ist es ein Problem. Wenn ich ein zweites Netzwerk habe, das ich wirklich nur für solche Monitoring-Zwecke einsetze, kann ich, was das angeht, relativ entspannt sein. Naja, kannst du deshalb nicht, weil du auch nicht sicher sein kannst, dass der Server auf der Gegenseite eigentlich lebt. Und das kannst du damit umgehen, dass du SNMP direkt abfragst, aber nicht über den Presse. Bitte? Wenn der Server auf der gegenüberliegenden Seite gerade am Abbrauchen ist oder irgendein Problem mal drin besteht, trotz Management-Netzwerk, kann also, ich sicher sein. So ein Application-Monitoring würde ich nie nur über eine Instanz machen. Also ich habe immer mindestens zwei Server, die die Traps entgegennehmen und die auch dieses Monitoring machen und die sich auch gegenseitig beobachten. Das ist der erste Schritt, den ich da definitiv gehen muss. Und in dem Moment, wo ich wirklich eine Hochverfügbarkeit haben möchte, nicht, also bei uns geht es letzten Endes nur darum, die Leute müssen informiert werden, wenn irgendwo was schief geht. Das muss nicht akut sein, in der Sekunde, wo es passiert. Sie müssen nur die Information bekommen und darauf reagieren können. Das ist kein, wie gesagt, kein Hochverfügbarkeitsszenario. Da ist sowas ausreichend, sage ich mal, an der Stelle. Wenn ich jetzt irgendwo ein Szenario habe, wo ich 99,99% Verfügbarkeit gewährleisten muss, würde ich mit solchen Spielereien auch nicht unbedingt anfangen. Aber wie gesagt, bei uns läuft das. Wir haben den Luxus, dass wir ein internes, privates Netz haben, über das wir das Monitoring machen. Und da, ja, geht's gut. Ist halt mal einfach immer geht. Und das ist der Wichtige. Ja, wobei, wie gesagt, also zum einen den wichtigen, den gibt es in dem Kontext so gar nicht. Also wenn da einer verloren geht, über dieses Monitoring läuft nichts, das in irgendeiner Form, Menschenleben davon abhängt. Da ist mal irgendwo ein Webservice nicht erreichbar gewesen und
man möchte halt jemanden informieren. Beim nächsten Lauf, wenn der nicht erreichbar ist, wird der gleiche Trap nochmal gesendet. Spätestens dann wird wahrscheinlich mal jemand draufkommen. Oder spätestens der wird irgendwann mal ankommen. Also, Problem ist klar, aber wie gesagt, ist immer die Frage Verhältnismäßigkeit der Mittel. Und in dem Kontext reicht das völlig aus. Und es ist eine schöne Variante, SNMP einzusetzen. Gut.